Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Grey Matter. Und wir sind noch auf St. Edmunds Hall, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Wir haben oben ja das. Das habe ich in Charles Zimmer gefunden. Genau. So, das ist selbsterklärend. Schön, dass sie mir das sagt. Ich muss mich manchmal erinnern, ich weiß manchmal nicht so, wo ich war, aber das macht ja nichts. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich irgendwie noch etwas hören muss. Und zwar in die dritte Etage. Irgendwas sagt mir, dass da was fehlt. Und das mit dem Zimmer, das ist natürlich dieses Wo mit dem Schnapper, wo ich das offen halten kann. Da muss es auch noch was geben. Das ist die zweite Etage, dritter Stock. War ich da schon oben? Das war doch jetzt hier unten auf der zweiten. Zimmer 302. Sicherungskasten. Harf, bist du da? Nein, ist er nicht. Aha. Okay. Ah, mit dem kann ich reden. Das ist schon mal gut. Hi. Ich nehme an, du kannst mich nicht in Zimmer 302 lassen, oder? Ich habe Harvey Kinderman eine Kamera geliehen und muss sie dringend ins AV-Labor zurückbringen. Nein. Nein heißt. Komm schon, ich weiß, dass ihr normalerweise keine Leute in die Zimmer anderer Studenten lasst, aber es ist wirklich wichtig. Für mich nicht. Der lässt sich nicht weichklopfen, verdammt. Ich brauche den richtigen Trick. Ich glaube nicht, dass das hier passt. Ja, ich habe einfach weitergedrückt. Oh, zerstören, reparieren, das Geheimnis des verschlossenen Zimmers können. Den Trick sollte ich hinkriegen, aber dazu muss ich hier erst ein paar Dinge vorbereiten. Na, okay. Ja, jetzt kommt es darauf an, ob das jetzt funktioniert. Denn ich hatte es ja schon mal probiert mit dem Toilettenpapier. Diesen. So, das müsste reichen. Ich habe den Krachmacher in Klopapier gewickelt. So wird ihn niemand sehen. Ah, okay. Das nützt mir jetzt folgendermaßen. Der Krachmacher ist mit dem Klopapier gut getarnt. Na, mal sehen. Okay. Und jetzt? Ich glaube nicht, dass ich so irgendwie weiterkomme. Nein, du kommst so nicht vor. Ah, wir haben hier eine Krachmacher-Fernbedienung. Okay. Ich glaube nicht, dass ich. Na, was ist denn damit? Dann benutzt sie so. Okay. Help me! Was ist da los? War das unten vielleicht nur ein Hinweis auf einen Türschnapper, weil das vielleicht hiermit zu tun hat. So, jetzt fällt die Tür nicht zu, wenn er das Zimmer verlässt. Ah, okay, ich sehe das mal als Hinweis, dass ich hier jetzt darauf komme, dass ich oben die Tür dann nicht, dass die nicht zufällt. Da unten weiß ich ja nicht, wer da drin wohnt, also insofern. Ja, freie Bahn, nichts wie rein. Okay. Jungs, können wohl einfach nicht die Finger von Spielzeug lassen, oder? Seine Ausrüstung ist ganz schön umfangreich. Daddy scheint sich ja doch nicht allzu sehr an der Filmerei zu stören. Oder Harvey ist nicht gerade knapp bei Kasse. Hey, ich erinnere mich an diesen Film. Er war ziemlich gut. Harvey hat Geschmack. Jungs, können wohl einfach nicht. Ja, ich hab's doch schon gehört. Irgendwas muss hier auf dem. Ja. Ja, ich will nicht immer die.
Dings drücken, die Hotspots. Was ist das? Sind das Notizen für einen neuen Film? Ein seltsamer, entstellter Wissenschaftler, ein Gothgirl namens Jimmy, Experimente, in denen Gehirne ausgesaugt werden? Steckt etwa Kinderman hinter all den Streichen und filmt sie? Ich werde herausfinden, ob das stimmt. Und falls ja, dann ist dieser Mistkerl fällig. Okay, das war dann wohl alles. Jetzt gucke ich doch mal. Figuren, Filmausrüstung, Bild, Fotos und... Ja, Fotos nochmal schauen. Wow, der hat sogar Fotos von berühmten Regisseuren auf seinem Regal stehen. Naja, das ist ja nun kein... Also wenn der Film Freak ist, dann ist natürlich klar, dass uns sowas auch verfolgt. So, zweiter Stock. Ja, die Tür im zweiten Stock, das hat mich verwirrt und war wahrscheinlich nur das Beispiel. Mit dem nochmal reden? Nein. Flügel der untersten Semester. Ja. Okay. Dann wollen wir mal. Kann ich jetzt eventuell. Jetzt müsste ich ja irgendwas getan haben. Nein. Gehen wir davon aus, dass es das hier war. Und dass ich jetzt die Falle endlich mal anbringen tue. Wäre eine Möglichkeit. Nein, macht sie nicht. Ja, fassen wir mal zusammen. Goldstücke für das Rätsel, alle wirr los. Ja, okay. Das habe ich noch nicht ganz zusammen. Und... Helena würde mich umbringen, wenn sie wüsste, dass ich diesen Schlüssel habe. Mit dieser Fotokamera beschaffe ich mir heute Abend Beweise. Vielleicht kann ich sogar den Täter fotografieren. St. Edmund Hall. Ich muss mal schauen, ob ich hier eventuell... Ich muss auf die Karte schauen. Irgendwas scheint noch zu fehlen. Also erstmal zur Bushaltestelle sehe ich das ja hier. Bibliothek, da wüsste ich jetzt nicht. Ich kann Sie um Hilfe bitten, aber dazu muss ich erstmal reingehen. Oha. Meine Güte. Ich weiß doch. Oh. Ausweis. Um Hilfe bitten. Das wird mir wohl nichts nützen. Oder doch? Die Frage mag Ihnen komisch vorkommen, aber wissen Sie vielleicht von einem Ort in Oxford namens Hogwarts? Schule für Hexerei und Zauberei? In der Tat, eine komische Frage. Hogwarts ist eine fiktive Schule aus den Harry Potter-Romanen. Ich verstehe. Nicht gut. Die Filme zu den Romanen wurden an mehreren Orten hier in Oxford gedreht. Wirklich? Wo? Unterschiedlich. Die Szenen im Hogwarts-Speisesaal wurden zum Beispiel im Speisesaal des Christchurch College gedreht. Wow, Sie haben mir sehr geholfen, danke. Ich tue mein Bestes. Im Moment weiß ich nicht, was ich Sie... Ah, okay, Christchurch College, das ist schon mal ein Hinweis auf... Ah, nein, es geht um David Styles, das möchte ich jetzt nicht nochmal machen. Das habe ich alles schon gesehen. Also, raus hier. Christchurch. Ah, die Bibliothek ist beendet. Das ist natürlich schön. Christchurch. Da gehe ich mal rein. Da muss ja mal jemand mir irgendwo Antwort geben. Vielleicht steht ja auch schon wieder jemand da oder... Nein. Sie ist irgendwie komisch. Aber wahrscheinlich ist das nicht ungewöhnlich bei so intelligenten Menschen. Vermutlich ist Oxford voll von Leuten, die etwas neben der Spur sind wie Angela.
Das scheint mir nicht der richtige Ort zu sein. Christchurch. Der Speisesaal hat heute geschlossen. Scheinbar wegen Restaurierungsarbeiten an den Gemälden. Könnte sein, dass ich das Rätsel morgen erst beenden kann. Ah, okay. Dann ist ja schon gut, dass ich weiß, dass ich das morgen erst machen kann. Okay. Oh, das ist auch... Jetzt, da komme ich auch nicht mehr hin. Also, ich gehe mal ins Zentrum. Ob ich nochmal am Automaten drehen sollte. Ja, der Speisesaal ist auf jeden Fall wichtig. Also in dem Laden mit der Grinsekatze glaube ich kaum, dass ich da irgendetwas erfahre. Kann ich mir nicht vorstellen. Das Rätsel in dem Pub, das ist ja gelöst, da kann ich rein. Wahnsinn. Genau, wir fragen erstmal unseren guten alten Mistoffelis. The Black Wand. Ah, Miss Everett. Schön, Sie zu sehen. Danke. Nein, wir können nicht reden. Den Automat nochmal benutzen. Das wäre ziemlich komisch. Nein. Ich verstehe. Er sieht aus wie Mephistopheles in jungen Jahren. Ist das nur ein Scherz oder ist Mephistopheles berühmter, als ich dachte? Oder eingebildeter? Ja, ich brauche ja eigentlich nichts mehr, um irgendwas vorzubereiten. Es ist ja schon alles vorbereitet, aber ich schaue das Regal nochmal durch und jetzt das andere und dann gehe ich wieder raus. Okay, das so schnell wie möglich. Ich glaube denn nämlich, dass es hier sinnlos ist, was ich gerade mache. Aber die Falle ist ja vorbereitet. Wieso geht's denn dann nicht los, frage ich mich gerade. So, jetzt ohne Verabschiedung, bitte einfach nur raus. Oder muss ich doch vor zu Grinsekatzenfrau, die eigentlich gar keinen Bock auf ihren Job hat? ja. Ole, ole, ole. Hätte ich doch gerne auch andersrum gehen. Na, egal. Mal schauen. Sie ist mir keine große Hilfe. Nein. Ich habe doch auch einen Plan von London. Was ist damit? Diesen Stadtplan kann ich gut gebrauchen, wenn ich nach London fahre. Okay, auf zur Land... zur Karte. Wo ich... Landkarte. Zur Karte. Weil... ich glaube, das bringt mich nicht wirklich irgendwo hin. Ich weiß ja jetzt, wo ich als nächstes eigentlich hin muss. Und das ist in diesem Speisesaal, weil dieser dem aus den Harry Potter Filmen dem großen Saal nicht nur ähnelt, weil das dort gedreht wurde. Tja, ist niemand hier, ist keiner da. Oder muss ich nochmal zu Angela, das irgendwie wegen der Kamera oder nein, die muss ich ja nicht zurückgeben. Vorbereitet ist alles für den Trick. Ah, jetzt muss ich ja nicht mehr. Ah, ja, wir suchen und wir finden. Ah! Ich habe in Harveys Zimmer das Drehbuch für einen neuen Film gefunden. Dreimal darfst du raten, worum es in dem Film geht. Um uns? Ja, um uns und das Experiment. Wenn das nicht verdächtig ist. War da auch eine Beschreibung von mir? Wird meine Nase erwähnt?
Hat er geschrieben, dass sie zu groß ist? Helena! Ich habe ein Recht darauf, das zu erfahren. Nein, in seinen Notizen stand nichts über deinen Zinken. Gut. Bin ich im Film die Hübsche? So ausführlich war das Drehbuch noch nicht. Schätzchen, reg dich doch nicht so auf. Davon kriegt man Falten. Das habe ich in Charles' Zimmer gefunden. Oh mein Gott, das ist unbezahlbar. Sieht doch gar nicht so aus wie er. Und laut dem Datum auf der Rückseite wurde das Foto erst vor einem Jahr gemacht. Ich glaube, Charles ist ein Betrüger. Ich bitte dich, ich erkenne das Muttermal auf seinem Hals. Sieht süß aus. Natürlich war es vor einem Jahr noch nicht ganz so süß. Niemand verändert sich innerhalb eines Jahres so stark. Vielleicht ist er ja ein jüngerer Bruder. Könnte ja sein, dass Charles vorbestraft ist und sich nicht unter seinem eigenen Namen in der Universität einschreiben wollte. Ich sag nur eins. Hormone. Das ist definitiv Charles. Und wenn er vor einem Jahr wirklich so ausgesehen hat, ist er wahrscheinlich tatsächlich noch Jungfrau. Gott, ich fall gleich in Ohnmacht. Kann ich das Foto behalten? Nein, vielleicht brauche ich es noch. Als Beweisstück. Beweis für was? Für das hässliche Entlein-Syndrom? Mann, wie der sich verändert hat. Okay, ist das jetzt alles hier? Höschen. Ich kann hier nicht rumschniffeln. Genau, ich kann hier nicht rumschniffeln, solange sie hier dasteht. Also, jetzt bin ich erstmal den Draht losgeworden. Ich. Nagellack, nein, nach oben muss ich nicht nochmal, hoffe ich doch. Ich habe ja das Drehbuch gefunden und das habe ich gerade eben erzählt. So. Und jetzt glaube ich auch nicht, dass ich nochmal unten ins... Oh, was ist denn hier los? Wieso ist das hier nicht zu Ende gedacht? Was habe ich hier vergessen? Was habe ich nicht zu Ende gedacht? Wirklich wahr. Jetzt im Fitnessraum jetzt endlich mal was anbringen oder nicht oder wie? Was steht hier überall? Hier ist nur die Öffnungszeiten. Der Fitnessraum wird um 23 Uhr abgesperrt. Ich komme vorher hierher und verstecke mich. Wenn sie dann absperren, bin ich drin. Ja, das ist ja schön, aber... Der Fitnessraum... Ah, okay. Also wird jetzt hier noch nichts passieren. Ich frage mich, was ich auf dem Treadhill-Anwesen dann noch soll, denn dort ist auch noch was zu erledigen. Weil sonst ist ja alles dunkel, außer ja, Zentrum von Oxford, St. Edmund Hall. Ich gehe mal zurück, mal sehen. Vielleicht hilft es mir ja, wenn ich mit Mrs. Dalton unten in der Küche noch mal spreche. Vielleicht bringt mich... Hey! Oh. Ich meine, hallo! Hallo! Wer ist denn da? Dann halt nicht. Hey? Was zum... Also dieser... Mrs. Dalton? Oh-oh. Ich hätte sollen wegbleiben. Jetzt bin ich... Ja, aber jetzt muss ich mich der ganzen Geschichte stellen. Also sie muss ich stellen. Was zum Teufel hat dieses Ding hier zu suchen? Das ist Houdini. Er hat die Angewohnheit, einfach so zu erscheinen. Er? Wer hat Ihnen erlaubt, ein Tier in diesem Haus zu halten? Er ist doch immer in meinem Zimmer. Das kann Ihnen doch egal sein. Ist er jetzt etwa in Ihrem Zimmer? Nein, das ist mein Haus, Miss Everett, und ich will nicht, dass es hier stinkt wie in einem Kuhstall. Houdini stinkt nicht. Sie könnten hier eine ganze Büffelherde halten, dann hätte das Haus wenigstens einen Nutzen. Psst, jetzt ist aber ruhig hier. Mein Gott, was für ein Wirbel um nichts. Ich trage ihn hoch und bringe ihn zurück in seinen Käfig. Stecken Sie das Ding lieber in die Garage. Auf keinen Fall, da friert er doch. Bringen Sie ihn bitte in mein Zimmer, Mrs. Dalton. Samantha? Ach übrigens, wer ist heute eigentlich zu Besuch? Was meinen Sie damit? Ich habe auf der Treppe eine Frau gesehen, gerade eben. Sie war blond und hatte ein weißes Kleid an. Du hast nichts dergleichen gesehen. Die Treppe wird noch schwach beleuchtet. Ich frage immer wieder nach, ob man dagegen nicht etwas tun kann. Aber es scheint niemanden zu interessieren. Stiehl doch dem armen Dr. Stiles nicht die Zeit mit solch einem Unsinn. Als ob Kaninchen nicht schon reichen würden.
Wow. Ist die etwa in den Wechseljahren? Samantha, erzählen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich will es genau wissen. Als ich reingekommen bin, ist gerade eine Frau die Treppe hochgegangen. Ich habe nach ihr gerufen, aber sie ist nicht stehen geblieben. Da ist heute jemand hier. Was soll die Geheimnistuerei? Schon gut, das hat nichts mit Ihnen zu tun. Was haben Sie in der Universität herausgefunden? Dr. Stiles? Ja? Der Club der Lämmer ist ziemlich aufgebracht. Ich dachte, das sollten Sie vielleicht wissen. Club der Lämmer? Haben Sie jetzt vor, anstatt nur Kaninchen im Schlafzimmer, auch noch Schafe im Sprechzimmer zu halten? So nennen sich die Studenten, die an dem Experiment teilnehmen. Meine Nerven. Was meinen Sie mit ziemlich aufgebracht? Sie sind wegen den Vorfällen auf der Laufbahn und in der Schwimmhalle ziemlich beunruhigt. Ein paar von Ihnen wollen vielleicht nicht mehr kommen. Was? Unsinn! Ich würde gerne wissen, was die Vorfälle mit Ihnen zu tun haben sollen. Die Rahmenbedingungen für das Experiment müssen unverändert bleiben. Diese Studenten liegen in Ihrem Verantwortungsbereich, Samantha. Es ist Ihr Job, dafür zu sorgen, dass sie alle kommen. Und ich erwarte von Ihnen, dass das der Fall sein wird. In Ordnung. Kannten Sie welche von den Studenten schon vor dem Experiment? Nein. Warum? Ach, nur so. Ich glaube nicht, dass die Studenten irgendetwas mit den Vorfällen zu tun haben. Nein? Warum nicht? Machen Sie einfach Ihre Arbeit, Samantha. Ja, dazu bin ich Ihnen gut genug. Erzählen Sie mir von Ihnen und Dr. Linkweller. Wie ich sehe, finden Sie Gefallen an Klatsch und Tratsch. Oder eher an alter Geschichte. Ich weiß nicht, was Linkweller heutzutage macht und es ist mir auch egal. Aber ich habe gehört, dass er letztes Jahr auf der Neurobiologentagung in Göttingen der Hauptredner war. Was zeigt, wie es um das Urteilsvermögen der akademischen Gesellschaft bestellt ist. Malik arbeitet für Linkweller. Er ist seine wissenschaftliche Hilfskraft. Wie bedauerlich für den armen Malik. Beunruhigt Sie das etwa nicht? Vielleicht erzählt er ja Linkweller von Ihren Experimenten. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mir über diesen Schwätzer Gedanken zu machen. Ich wüsste im Moment nicht, was ich ihn fragen könnte. Okay, wir wissen viel. Unser Kaninchen ist ausgebüxt. ich glaube, ich gehe jetzt mal Richtung St. Edmunds Hall nochmal, um zu sehen, ob sich da jetzt was getan hat. Beziehungsweise muss ich erstmal schauen. Ich gehe jetzt nicht hier hoch, um diese Frau da zu verfolgen. Das, vielleicht hätte ich es machen müssen, aber nein, ich glaube nicht. St. Edmunds Hall, so, okay. Nein, es ist noch niemand hier. Okay. Weil irgendwann ist hier mal was los. Okay, ich weiß jetzt echt nicht weiter, weil hier das Zentrum von Oxford Treadwell Anhesen Anwesen natürlich. Ich gehe da nochmal rein, damit ich den Bezug gekommen habe, damit ich das nächste Mal auch weiß, wenn ich den nächsten Part mache, um was es geht. So, die Frau ist hier hoch. Moment, im Flur war da das Foto. Vielleicht erkennt sie. Vielleicht ist das ja die Frau. Blond und elegant. Mit anderen Worten, nicht so wie ich. Ja, okay, ich dachte, die sieht genauso aus wie die auf dem Foto. Hätte ja können sein, so verrückt wie das hier ist. Okay, Freunde, Houdini ist wieder im Käfig. Und ja, wie immer, ich werde mich jetzt verabschieden für diesen Part. Und vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Ich hoffe, das nächste Mal wieder irgendwie dabei. Und vielen Dank dafür. Und bis zum nächsten Part hier bei Grey Matter. Ich bin weg und ciao.